Dann darf ich aufrufen den Tagesordnungspunkt 67. Das ist der Antrag auf eine Aktuelle Stunde durch die Fraktion der SPD. Erneut Negativpreis Big Brother für Hessens Innenminister Peter Beuth für problematisches Datensammeln, Drucksache 20/817. Und ich darf der Kollegin Faeser für die Fraktion der Sozialdemokraten das Wort erteilen. Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, meine Damen und Herren! Die Schlagzeile bei hessenschau.de lautete am 9.6. Ich darf zitieren, Beuth holt Negativpreis Big Brother erneut nach Hessen. Wahrlich kein Grund zum Feiern, meine Damen und Herren. Dem hessischen Innenminister ist es nämlich in Anführungszeichen gelungen, den Negativpreis Big Brother Award der Datenschützerinitiative Digitalcourage zum zweiten Mal hintereinander zu erhalten. Und genau hat seinen Titel verteidigt, Frau Kollegin Wissler. Letztes Jahr, ich will noch einmal daran erinnern, für was er ihn letztes Jahr erhalten hat, nämlich für den Entwurf des Verfassungsschutzgesetzes. Sie erinnern sich an die Debatte, damals war geplant, Online-Durchsuchungskompetenz für den Verfassungsschutz einzuräumen, meine Damen und Herren. Ich finde, unter den Voraussetzungen hat er doch wahrlich verdient zum zweiten Mal hintereinander. Dieses Jahr erhält der Innenminister den Big Brother Award 2019 in der Kategorie Behörden und Verwaltung für die Anschaffung und Einsatz einer Analysesoftware. Ich zitiere aus der Begründung der Initiative der CIA-nahen US-Firma Palantir, die auf diese Weise Zugang zu höchst sensiblem Datennetz der hessischen Polizei erhält. Mit dieser Software, so die Datenschutzinitiative, können Massendaten aus polizeieigenen und externen Quellen automatisiert verknüpft, analysiert und ausgewertet werden mit gravierenden Folgen für Grundrechte, Datenschutz und Rechtsstaat. Meine Damen und Herren, für uns Sozialdemokraten ist Datenschutz ein sehr hohes Gut und wird von unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung geschützt mit der informationellen Selbstbestimmung aus Artikel 2 Absatz 1 des Grundgesetzes. Und jetzt könnte ich mir vorstellen, dass die CDU das vielleicht mit gewissem Stolz hier vorträgt nachher. Aber bei dem Koalitionspartner, den GRÜNEN, bin ich doch einigermaßen überrascht. Denn ich erinnere mich, wie viele Kolleginnen und Kollegen auch, an manche Rede hier im Landtag, wo der Datenschutz sehr hoch gehalten wurde und wir eigentlich in diesen Fragen ja grundsätzliche Nähe haben. Deswegen bin ich sehr gespannt auf den Beitrag der GRÜNEN-Fraktion heute. In der Sache des Unternehmens möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass wir hier sehr ausführliche Debatten über Palantir hatten und über die Frage, wäre es nicht klug gewesen, eine andere Analyseplattform zu nehmen, beispielsweise die aus einem der Nachbarländer, nämlich Niedersachsen, wo man die gleichen Daten auch auswerten kann und damit auch dem Sicherheitsinteresse auch nachkommen kann, was wir ausdrücklich teilen. Aber man hätte diese Nähe zu Cambridge Analytica zur CIA eben nicht gehabt. Ich verweise noch einmal darauf, dass die Bundesbehörden aus genau diesen Gründen die Übernahme dieses Systems abgelehnt haben, und zwar ganz bewusst, meine Damen und Herren. Das sollte Ihnen zu denken geben. Die Auswahl des Unternehmens, meine Damen und Herren, ist aber nicht für immer in Stein gemeißelt. Sie werden demnächst die Entscheidung wieder treffen. Das ist jetzt gerichtet an die Landesregierung, weil das ja ausschreibungspflichtig ist. Und ich möchte auch die Chance heute dieser Debatte nutzen, Sie zu sensibilisieren, zu sagen, vielleicht sollte man bei der nächsten Ausschreibung dieser Analysesoftware auch darauf achten, wer wie mit den Daten umgeht, weil es nämlich doch sehr sensible Polizeidaten sind, um die es hier geht. Und es sind sehr große Datenmengen. Das ist ja vor allen Dingen das Problem. Und es handelt sich um einen sehr weitgreifenden Eingriff in persönliche Datenmengen. Insofern finden wir, dass der Innenminister diesen Big Brother Award sich richtig verdient hat. Wir appellieren aber daran, meine Damen und Herren, dass Sie den Datenschutz hier gerade mit der hessischen Tradition höher werten und auf die Einhaltung achten.
ich will aber in diesem Zusammenhang auch eins nachdenklich anmerken. Ich glaube, dass wir insgesamt in der Gesellschaft mit unseren Daten auch sorgsamer umgehen müssen. Nämlich das Zitat, was viele benutzen, die sozialen Netzwerke sind nicht kostenlos, denn alle bezahlen mit ihren Daten, ist sehr richtig. Deswegen appellieren wir auch an einen sehr, ich sag mal, sorgsamen Umgang mit den eigenen Daten, damit man auch weiß, was hinterher damit passiert. Ich glaube, es ist an dieser Stelle auch richtig. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch einmal zurufen, ich weiß ja, was Sie jetzt tun in der Erwiderung, Sie werden sich hier hinstellen und sagen, aber liebe Frau Faeser, SPD-Politiker haben diesen Award auch schon erhalten. Ja, aber im Gegensatz zu Ihnen sind wir in der Lage, damit auch kritisch umzugehen. Ich erwarte von Ihnen einen kritischen Umgang mit diesem Preis an dieser Stelle, weil es um Hessen geht. Wir sind das hessische Parlament, und wir reden über die Dinge, die der hessische Innenminister macht. Und der hessische Innenminister hat diesen Preis erhalten, und wir halten diese Ausrichtung für falsch. Uns geht es um den Datenschutz in Hessen, meine Damen und Herren. Bitte unterstützen Sie uns bei diesem Anliegen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Faeser. Nächster Redner für die Fraktion der Christdemokraten ist Holger Bellino. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Multitaskingfähiger Kollege Rudolph waren wir schon immer. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Entscheidung, die moderne Analysesoftware HessenData anzuschaffen, ist in der Tat preiswürdig. Schon nach kurzer Zeit, und daran sollten sich alle erinnern, konnten mindestens zwei Anschläge verhindert werden. Dies gilt es zu würdigen und nicht lächerlich zu machen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir haben mit HessenData einen weiteren Beitrag geleistet, um die hessischen Bürgerinnen und Bürger so gut wie möglich – einen hundertprozentigen Schutz gibt es leider nicht – so gut wie möglich vor Gefahren zu schützen und gleichzeitig die Datensicherheit zu gewährleisten. Dafür kann man in der Tat gelobt und ausgezeichnet werden. Ich darf noch einmal daran erinnern, in welchem zeitlichen Umfeld – und das wird häufig von den Kritikern übersehen – HessenData angeschafft wurde. Es gab die schlimmen Anschläge in Paris, Brüssel und in Berlin mit 12 Toten. Es gab wie heute eine deutlich angespannte Sicherheitslage. HessenData konnte in der Folge im Bereich des islamistischen Terrors bereits mehrfach erfolgreich eingesetzt werden, so beispielsweise im Verfahren gegen Haykel S. und auch in einem Verfahren gegen einen 17-jährigen Iraker aus Eschwege. Als verantwortliche Politiker, und das sollte für das ganze Haus gelten, sind wir in Hessen für die Sicherheit der Menschen verantwortlich. Diese Verantwortung nehmen wir sehr ernst. Genauso ernst, Frau Kollegin Faeser, nehmen wir die Bedenken im Hinblick auf die Datensicherheit und die Freiheit des Einzelnen. Aber wer sich mit der Materie seriös beschäftigt, weiß doch auch, HessenData ermöglicht einerseits die wirkungsvolle Bekämpfung von Terrorismus und organisierter Kriminalität und kann Anschläge verhindern, Menschenleben retten. Aber andererseits verknüpfen unsere Staatsschützer lediglich bereits vorhandene Informationen aus den polizeilichen Datenbanken. Dies, um schnell reagieren zu können und Menschen retten zu können. Wer sich seriös mit der Materie beschäftigt, weiß doch auch, dass mit HessenData auch große Daten verknüpft werden können und auch ein Abgleich mit dem Internet offen einsehbaren Informationen wie etwa aus den sozialen Netzwerken möglich ist. Diese Verknüpfung bereits vorhandener Daten, öffentlicher Daten, in den Kontext einer Überwachung zu stellen, ist Nonsens und noch schlimmer, es ist infam und zynisch. Im Übrigen, die Software wird ausschließlich von der Polizei genutzt. Die Daten liegen gut geschützt auf hessischen Servern und werden unter Einbindung des Datenschutzbeauftragten im Rahmen der strengen Regeln der HZD betrieben. In einem UNA, dessen Sinnhaftigkeit ja sogar die Presse infrage stellte, wurden alle Vorwürfe ausgeräumt. Ich nenne die rechtmäßige Vergabe, die notwendigerweise dringliche Beschaffung, die datenschutzrechtlichen Bedenken und die tragfähigen Rahmenbedingungen. Und ich nehme Ihnen Ihre gespielte Empörung schlichtweg nicht ab. Warum? Ich darf in diesem Zusammenhang aus dem Minderheitenvotum zum UNA 19.3 zitieren. Ich zitiere: Auch aus Sicht der SPD-Fraktion war die Anschaffung der Analysesoftware unstreitig notwendig. Wir kritisieren nicht die Anschaffung der Software an sich. Und wie wichtig Ihnen die in der Begründung des Awards genannten, ebenfalls widerlegten, kruden Theorien
zu einem Zugriff amerikanischer Firmen oder Geheimdienste auf hessische Daten sind, sieht man daran, wie ausführlich Sie diese Frage in Ihrem Minderheitenvotum behandelt haben. Gar nicht, mit keinem Wort erwähnt. Scheinheiliger geht es nicht, meine sehr geehrten Damen und Herren. Noch zwei Worte zur Glaubwürdigkeit des Preises insgesamt, den Sie hier fröhlich in den Hessischen Landtag tragen. Preisträger, und Sie haben ja es angedeutet, ich habe es in der Tat mir noch rausgesucht, in den vergangenen Jahren waren beispielsweise 2006 die parteilich übergreifend zusammengesetzte Innenministerkonferenz für ihren Beschluss, eine zentrale Antiterrordatei einzuführen. 2007 Bundesfinanzminister Peer Steinbrück für die Einführung einer lebenslangen Steueridentifikationsnummer für Einwohner Deutschlands. 2015 Thomas de Maizière und Hans-Peter Friedrich übrigens für die Verhandlungen im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung. Und wirklich eine Unverschämtheit. 2016 wurde der Verfassungsschutz pauschal genannt, unter anderem mit der Begründung, er sei ein im Kalten Krieg geprägter, antikommunistischer, skandalgeneigter und intransparenter Inlandsgeheimdienst. Er betreibe eine skrupellose Vertuschungssystematik und gefährde letztlich Verfassung, Demokratie und Rechtsstaat. Wenn Sie sich, Frau Faeser, meine Damen und Herren von den Genossen, wenn Sie sich in dieser Gesellschaft wohlfühlen, sei Ihnen das unbenommen, aber es spricht nicht für Sie. Unser Stil war das nicht, unser Stil ist das nicht. Die Hessische Landesregierung und die Sie tragenden Fraktionen werden sich weiterhin seriös um die innere Sicherheit für unsere Bürgerinnen und Bürger in Hessen kümmern. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, Herr Kollege Bellino. Ich sage nur rein vorsorglich und rein fürsorglich. Wir hatten uns ja mal vereinbart, dass ein Redner, der ans Rednerpult schreitet, nicht erst einmal mit Zurufen konfrontiert wird. Aber hier habe ich der Datenschutzexperte als jedenfalls positiven Zuruf gewertet. Und ich kann nur bestätigen, Kollege Bellino ist in der Tat Experte für alles. So haben wir es positiv gewendet. So. Sonst wäre er ja nicht parlamentarischer Geschäftsführer seiner Fraktion. Das ist doch auch klar. Jetzt darf ich aber den nächsten Experten ans Mikrofon bitten. Das ist der Kollege Müller für die Fraktion der Freien Demokraten. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, dann will ich doch fast in der Fußballersprache bleiben und feststellen, dass die Landesregierung bzw. der Innenminister kurz vor dem Gewinn des Trippels steht. 2018 für das Verfassungsschutzgesetz, 2019 für Palantir und wenn alles gut geht, 2020 für Alexa. Meine Damen und Herren, im Fußball wäre das ein Grund zum Feiern. In der Politik ist es eher unangenehm und vielleicht nicht so toll. Ja, doch, Wien Wiesbaden, das eint uns, ist gerade aufgestiegen. Insofern gibt es auch im Fußball Positives. Aber ich glaube, dass der Vorwurf gerade auch auf die Grünen zurückfällt, die in ihrem Namen ja immer noch Bündnis 90 tragen. Und sie versuchen, sich mitunter auch als Rechtsstaatspartei zu bezeichnen. Aber sie haben das alles mitverdient. Und deswegen ist die Frage, wie lange das Bündnis 90 in dem Namen noch eine Berechtigung hat. Meine Damen und Herren, wir Freie Demokraten machen uns stark für den Schutz des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung und setzen uns für die Wahrung der Persönlichkeitsrechte ein. Es darf keinen gläsernen Bürger geben. Wir brauchen, und das will ich deutlich machen, wir brauchen und können eine Analyse-Software sinnvoll nutzen. Das ist nicht das, wo es einen Widerspruch gibt zwischen uns. Also bitte nicht den Vorwurf machen, wir wollten nicht, dass diese Daten, die vorhanden sind, auch ausgewertet werden. Die Frage ist, wie man das macht und mit wem man das macht. Und das ist für uns der Kritikpunkt an Palantir, dass hier von Beginn an das Ziel war, mit Palantir den Abschluss zu machen. Das war im Übergang wahrscheinlich sogar berechtigt, weil man so schnell keine andere Lösung gefunden hätte. Aber die dauerhafte Lösung hätte man auch wirklich ausschreiben können. Auch wenn es rechtlich vielleicht nicht nachweisbar irgendwelche Verstöße gab, wäre es sicherlich der richtige Weg gewesen. Man hätte damit die Chance gehabt, ein Unternehmen zu finden, das größere Distanz zu den Sicherheitsbehörden, gerade auch in den USA, hat. Denn es kann eben nicht zu 100% ausgeschlossen werden, dass Daten abgeschöpft werden können. Die Mitarbeiter von Palantir bringen ihren eigenen Laptop mit in die Räume der Polizei in Frankfurt. Eine Fernwartung aus London ist möglich. In New Orleans hat Palantir sogar offen zugegeben, dass sie Daten einbehalten haben und zusätzlich genutzt haben, um weitere Erkenntnisse zu erzielen, und das ohne, dass die Stadt es vorher wusste.
Meine Damen und Herren, wenn man so etwas hört, muss man doch höchst vorsichtig und alarmiert sein und darauf achten, dass man in Zukunft diese Verfahren anders klärt. Deswegen schließe ich mich an. Wenn die nächste Ausschreibung ansteht, erwarten wir, dass ein großes und breites Verfahren auf den Weg gebracht wird. Denn eins steht fest, es gibt auch andere Anbieter für diese Analyse-Software. Und da wollen wir, dass endlich künftig ein offenes und transparentes Verfahren abläuft. Meine Damen und Herren, wie schon gesagt, es gibt die Möglichkeit, dass Daten abfließen können. Es kann eben nicht zu 100% ausgeschlossen werden. Ich hatte die Freude, auch an einer Sitzung noch teilzunehmen, in der es gerade um dieses Thema ging. Und da war es eben offensichtlich, dass man es nicht garantieren kann. Und angesichts der Menge an Polizeidaten, um die es geht, und angesichts der Brisanz, um die es da geht, muss eben alles getan werden, damit es hier zu keinen Verstößen kommt. Da haben wir nach wie vor unser Zweifel. Wir haben auch ein entsprechendes Minderheitenvotum im Untersuchungsausschuss abgegeben. Ich glaube, dass der Award dieses Jahr zu Recht verliehen worden ist. Und wie gesagt, wir warnen davor, dass es nicht im kommenden Jahr erneut einen Award hier nach Hessen gibt. Wenn es um die Debatte, um die Verwendung von Daten aus den Smart-Home-Geräten geht, dann ist das nämlich ein hochbrisantes Verfahren, das da im Moment diskutiert wird. Ich weiß, sind erst nur Prüfbeschlüsse gefasst worden auf der IMK, Herr Innenminister, aber nichtsdestotrotz warnen wir schon jetzt davor. Jeder Eingriff und jede Nutzung und Abschöpfung der Daten von privaten Geräten zu Hause würde das subjektive Sicherheitsgefühl eines jeden Einzelnen bei seiner Nutzung von Alexa, Kühlschränken und allen Smart-Home-Geräten entsprechend beeinträchtigen, und das wäre ein Gefühl des permanenten Überwachtwerdens. Zumindest könnte man hinterher überwacht werden. Und das kann und darf nicht sein. Das wäre ein eklatanter Eingriff in die informationelle Selbstbestimmung und in das Persönlichkeitsrecht der Bürgerinnen und Bürger. Deswegen bleibt das Thema Schutz der Bürger vor zu starker Überwachung bei uns auf der Tagesordnung. Das ist immer abzuwägen, selbstverständlich auch mit Ermittlungsinteressen und Auswertungsinteressen der Polizei. Das betone ich ausdrücklich an dieser Stelle. Es ist nicht einseitig, sondern es muss immer in Abwägung passieren. Aber die Bürgerrechte dürfen eben nicht außer Acht gelassen werden. Und deswegen, meine Damen und Herren, ist auch dieser Award, der verliehen wird, ein sinnvoller, weil er einen Gegenpol setzt zu anderen Interessen, die eben auf eine noch stärkere Überwachung zu jedem Zeitpunkt setzen. Wir werden als Freie Demokraten weiter darauf achten, dass der Schutz der informationellen Selbstbestimmung stark bleibt. Und wir werden uns weiter für die Wahrung der Persönlichkeitsrechte einsetzen. Mit uns wird es keinen gläsernen Bürger geben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Müller. Nächste Rednerin ist für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen die Kollegin Eva Goldbach. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Deutschland ist 2019 eines der sichersten Länder der Welt, und Hessen ist eines der sichersten Bundesländer in Deutschland. Trotzdem aber haben wir Bedrohungslagen, nämlich eine Bedrohung durch islamistische und rechte Terroristen. Diese Terroristen setzen sich zum Ziel, Menschen zu töten, zu verletzen, und sie erkennen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung nicht an. Wir wollen, dass Hessen für alle Menschen, die hier leben, ein sicheres Land bleibt. Und deswegen brauchen wir eine Sicherheitspolitik, die vor Kriminalität und Terror schützt, andererseits aber die Freiheitsrechte schützt. Wir setzen dabei auf eine starke Polizei. Und die Polizei braucht zur Analyse von Bedrohungslagen wirksame Instrumente. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Die Kommunikation hat sich völlig verändert. Sie ist virtuell geworden. Sie findet in der digitalen Welt statt. Und auch bei den potenziellen Straftätern ist das so. Diese vom Land Hessen bezogene Analysesoftware Gotham der Firma Palantir wird bei der hessischen Polizei unter der Bezeichnung Hessendata genutzt. Und ich finde es wichtig, noch einmal zu sagen, was die eigentlich macht. Mit dieser Analysesoftware können Daten aus verschiedenen Quellen, die der Polizei ohnehin zugänglich sind, zusammengeführt und gemeinsam analysiert werden. Übrigens nutzen diese Software auch die Niederlande und Europol. Wichtig ist, es werden keine neuen Daten erhoben. Und natürlich gibt es eine Rechtsgrundlage
um überhaupt diese Software anwenden zu dürfen. Und das ist uns ungeheuer wichtig. Das wurde auch in dem Untersuchungsausschuss noch einmal deutlich gesagt von der Mitarbeiterin des Hessischen Datenschutzbeauftragten. Ohne eine Rechtsgrundlage, die im HSUG geschaffen wurde, hätten Sie ein Problem gehabt mit der Anwendung dieser Software. Aber sie ist da. Und sie sagt, es gelten die gleichen Voraussetzungen der Strafprozessordnung wie für die Telekommunikationsüberwachung. Es muss nämlich um schwere Straftaten gehen. Und dann werden in Einzelfällen diese Daten analysiert. Und Herr Müller, von einem gläsernen Bürger oder Bürgerin, also allen, kann da keine Rede sein. Es geht um konkrete einzelne Fälle. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir stehen doch mit der zunehmenden Digitalisierung immer wieder und immer öfter vor der Aufgabe, die richtige Balance zu finden zwischen Maßnahmen für die Sicherheit unserer Bürger zur Terrorabwehr und dem Schutz personenbezogener Daten. Und wir tragen auch als Abgeordnete und Gesetzgeber eine große Verantwortung, hier die Balance zu finden und das Richtige zu tun. Datensicherheit ist dabei ein wichtiges Stichwort und auch für uns GRÜNE immer noch sehr, sehr wichtig. Es stellt sich immer die Frage, ob die Daten sicher sind, ob keine unbezugten Personen, Dienste oder Organisationen Zugriff auf die Daten bekommen. Wir können das schwer fachlich bewerten, deswegen müssen wir uns da auch auf die fachlichen Stellungnahmen von Leuten verlassen, die sich damit gut auskennen. Auch das ist im Untersuchungsausschuss erfolgt. Da wurde intensiv eine Mitarbeiterin, die zuständige Leiterin der Fachabteilung des Hessischen Datenschutzbeauftragten, befragt. Und sie hat gesagt, ursprünglich war geplant, die Server, auf denen diese Daten ermittelt werden, beim Landeskriminalamt anzusiedeln. Das wurde moniert. Und deswegen wurden diese Server bei der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung aufgebaut. Die stehen dort in deren Räumen. Und das ist ein Hochsicherheitsrechenzentrum. Das heißt, hier wurde zum Schutz der Daten das Bestmögliche gemacht. Das ist vielleicht nicht hundertprozentig sicher, aber das, und ich glaube, da müssen wir alle ganz ehrlich sein, eine absolute hundertprozentige Datensicherheit gibt es in der heutigen Zeit nie, niemals. Aber in diesem Fall wurde zum Schutz dieser erhobenen Daten das Bestmögliche gemacht auf den Servern der HZD. Das ist das Beste, was wir erreichen konnten. Und meine kurze Bemerkung zu Frau Faeser. Also der Bund mit der Speicherung von Daten bei Amazon sollte uns da kein Beispiel sein, weil Sie vorhin den Bund als vorbildhaftes Beispiel genannt hatten. Ich fasse zusammen, man kommt bei der Behauptung nicht über die Behauptung hinaus, es könnte einen Datenabfluss geben. Bisher steht nur eine Behauptung im Raum. Das, was bei Hessen Data gemacht wird, das Housing-Prinzip, ist das Beste, was möglich war. Und aber neben allen Maßnahmen, technischen Möglichkeiten und Software zur Verbesserung der Sicherheitslage möchte ich noch einmal betonen, das Wichtigste ist die Prävention. Denn Prävention kann das leisten, was keine Technik auf dieser Welt leisten kann. Die Demokratie stärken, Straftaten im Vorfeld verhindern. Wir müssen alles dafür unternehmen, damit junge Menschen nicht in menschenverachtende und gewaltverherrlichende Ideologien abgleiten. Seien sie nun rechtsextremistisch oder islamistisch. Das bleibt für uns die wichtigste Aufgabe. Frau Goldbach, nächster Redner ist der Kollege Schaus für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das Bundesland Hessen war einmal Vorreiter beim Datenschutz. Doch seit die CDU seit 1999 regiert, egal ob mit der FDP oder mit den GRÜNEN, ist der Datenschutz in zentralen Bereichen zur absoluten Farce verkommen. Das Wort Bürgerrechte kommt in Koalitionsverträgen nicht einmal mehr vor. Und die Reden von Herrn Bellino und Frau Goldbach sind meiner Ansicht nach, wir haben sie ja gehört, austauschbar und sozusagen sehr einheitlich. Und genau das ist das Problem.
Die LINKE sagen Nein zum Überwachungsstaat. Wir wollen die Einhaltung und den Ausbau von Datenschutz und Bürgerrechten. Und besonders deutlich wird die Missachtung von Datenschutz und Bürgerrechten durch die Vergabe des Big Brother Award. Kein anderes Bundesland hat diesen Negativpreis so oft erhalten wie Hessen. Volker Bouffier hat es in unnachahmlicher Weise als Innenminister gleich zweimal geschafft. Den Negativpreis der Bürgerrechtsorganisation bekam er 2002 und 2005. Damals haben die GRÜNEN hier im Landtag darüber geschäumt vor Wut. Ihr innenpolitischer Sprecher kritisierte damals, dass das aber in eine gefährliche Richtung geht. Das gehe gegen die freie und offene Gesellschaft, die verteidigt werden müsse. Wie anders klingt das heute? Mit grüner Regierungsbeteiligung gewinnt Hessen sogar im zweiten Jahr in Folge den Negativpreis für Datenkraken. Hut ab, liebe GRÜNE, wie die Zeiten und Reden sich halt ändern. Letztes Jahr bekam Hessen den Negativpreis der Bürgerrechtler für die dramatische Verschärfung des Geheimdienst- und Polizeigesetzes. Und dieses Jahr sogar den Publikumspreis gegen die Einführung der sogenannten Gotham-Software der berüchtigten Firma Palantir. Wer die Bücher und Filme Herr der Ringe und Batman kennt, der weiß, dass Palantir das Werkzeug des Bösen ist. Und Gotham ist die Stadt des Verbrechens. Aber es geht um mehr als um diese merkwürdige Namenswahl. Denn die Firma, der Zugang zu den hessischen Polizei- und Sicherheitsdaten ermöglicht wird, wurde von der CIA, also einem ausländischen Geheimdienst, mitgegründet. Diese Firma verfügt zudem über einen höchst zweifelhaften Ruf. Wegen der Einführung hier in Hessen gab es in einem Untersuchungsausschuss, und natürlich gehen die Bewertungen da auseinander. Aber wir und viele andere bleiben dabei, dass hier gegen politische und rechtliche Grundprinzipien verstoßen wurde und verstoßen wird. Und wenn Sie mir nicht glauben, will ich zuletzt die Bürgerrechtsorganisationen selbst zu Wort kommen lassen. Mit dem Hinweis, dass den GRÜNEN deren Urteil einst sehr viel bedeutete. Also, ich zitiere aus der Laudatio der Preisverleihung. Dieser BBA-Preisträger hat das Publikum besonders beeindruckt, erstaunt, erschüttert und empört. Deshalb kommen wir erstmals in der Geschichte der deutschen Big Brother Awards nicht darum herum, einen zweiten Strafpreis in Folge an einen Datenfrevler derselben Regierungskoalition desselben Bundeslandes verleihen zu müssen. Und an anderer Stelle heißt es, als Hauslieferant dieser Behörden zu Palantir ist die Firma tief in den militärisch-digitalen Komplex der USA verstrickt und ihr Geschäftsmodell heißt Big Data for Big Brother. Firmengründer Peter Thiel hat Donald Trump im Übrigen Wahlkampfhilfe mit über 1 Million US-Dollar geleistet. Als US-Firma ist Palantir übrigens auch dem FISA-Akt unterworfen, also dem Gesetz zur Überwachung in der Ausländeraufklärung. Und das bedeutet, alle Informationen über Nicht-US-Bürger und Bürgerinnen, zu denen Palantir wie und wo auch immer Zugang bekommt, müssen im Falle einer Anordnung auch an US-Geheimdienste übermittelt werden. Soweit das Zitat aus der Laudatio. Ich schließe. Herr Beuth, liebe CDU und auch liebe GRÜNE, das spricht Bände. Diese Landesregierung steht für den Ausverkauf der Bürgerrechte und Datenschutz mit Ihnen. Und das muss sich ändern. Vielen Dank, Herr Kollege Schaus. Nächster Redner ist der Abgeordnete Graf für die Fraktion der AfD. Verehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Als ich die Überschrift gelesen habe zu dieser Aktuellen Stunde, war ich schon einigermaßen überrascht.
dass diese nicht von der FDP eingebracht wurde, sondern von der SPD. Das ist fast schon erschreckend. Aber der Kollege Müller hat ja die Kohlen wieder aus dem Feuer geholt für die FDP. Und so wollen wir über dieses Thema jetzt sprechen. Und das meiste wurde ja schon gesagt. Die Frau Faeser hat angemerkt, dass es wahrlich kein Grund ist, zu feiern. Aber dennoch, und das ist etwas, was ich in der Diskussion bis jetzt vermisst habe, es ist immerhin ein Preis. Und da gehört es sich doch, dem Innenminister zumindest mal zu gratulieren zu diesem Preis, auch wenn es ein Negativpreis ist. Und verteidigt hat er ihn auch noch. Also wollen wir das auch tun. Aber Spaß beiseite. Zugriff auf Polizeidaten und darüber Zugriff auf unser aller Daten. Findet dieser unerlaubte Zugriff tatsächlich statt? Das ist ja eigentlich die ganz entscheidende Frage. Wir stoßen uns aber zu Recht daran, dass zumindest das in Zweifel steht. Und wenn es so ist, dann ist es richtig, dass darauf aufmerksam gemacht wird. Dazu braucht man aber normalerweise keinen Negativpreis. Das können wir auch so machen. Und wenn es eine sichere Alternative geben sollte, dann sollten wir zumindest prüfen und vielleicht einmal dort nachfragen, wo diese Software eingesetzt wird. Und damit komme ich auch schon zum Schluss. Und das sollten wir in Zukunft tun, wie auch schon von, glaube ich, Frau Faeser angemerkt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Garf. Dann darf ich für die Landesregierung Herrn Staatsminister Beuth das Wort erteilen. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Hessische Landesregierung handelt verantwortungsvoll und konsequent, insbesondere dann, wenn es um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in diesem Lande geht. Die Bedrohungen durch den Extremismus und Terrorismus sind leider real. Damit die Sicherheitsbehörden der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes effektiv, die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes effektiv schützen können, brauchen sie moderne Analysemethoden. Meine Damen und Herren, das, was die Kollegen Faeser, Müller und Schaus hier gerade eben vorgetragen haben, inklusive der Unterstellung der Preisbegründung, sind allesamt im Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtages widerlegt worden. Anders kann ich es nun einmal nicht sagen. Um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger bestmöglich zu gewährleisten, haben wir uns in der Polizei personell, organisatorisch und technisch darauf kapriziert, dass wir die Stärkung der Analyse- und Auswertestellen hergestellt haben. Und dazu gehört am Ende nicht nur eine personelle, sondern eben auch eine technische Verbesserung unserer Fähigkeiten. Und deswegen haben wir eine Analyseplattform angeschafft, die es uns ermöglicht, dass wir verschiedene Quellen polizeilicher Daten, die bereits vorhanden sind, zur Analyse von schwersten Straftaten nutzen können. Meine Damen und Herren, zeitnah und verlässlich. Mittlerweile bildet HessenData den Kern der Analyse im Bereich Staatsschutz, schwere und organisierte Kriminalität. Landesweit sind mittlerweile 700 Ermittlerinnen und Ermittler an dieser Software geschult und können mit HessenData entsprechend umgehen, in diesen besonderen Bereichen bestmöglich Straftaten aufzuklären, Gefahren abzuwehren. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, was daran kritikfähig ist, meine Damen und Herren. Und es geht ja nicht darum, wie es hier die Kollegen den Leuten weismachen wollen, dass wir irgendwelche neuen Daten kreieren oder erheben. Es geht darum, dass wir die vorhandenen Daten, die in polizeilichen Systemen vorhanden sind, besser zusammenführen, besser matchen, damit wir sozusagen die Erkenntnisse gewinnen, um Straftaten aufzuklären. Ich finde, das sollte man sich in diesen Tagen besonders noch einmal vergegenwärtigen. Die Analyseplattform wird im geschlossenen Netzwerk der Hessischen Polizei betrieben. Im geschlossenen Netzwerk der Hessischen Polizei, Frau Kollegin Goldbach hat geschrieben, wo die polizeilichen Server stehen, bei der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung, meine Damen und Herren. Das heißt, in einem sicheren, für niemanden von außen zugänglichen Bereich. Wir haben hier im Hessischen Landtag eine Rechtsgrundlage geschaffen.
den § 25a des Sicherheitsgesetzes. Ja, in der Tat, in der Probephase hat der Datenschutzbeauftragte uns ermöglicht, dass wir es ohne die zusätzliche Rechtsgrundlage machen können. Aber als er gesagt hat, wenn ihr das ausrollen wollt, überall in die Flächenpräsidien, wenn ihr es als Einsatzmittel haben wollt, als Werkzeug, dann müsst ihr eine gesetzliche Grundlage schaffen. Und die haben wir hier im HSOG entsprechend geschaffen. Und, meine Damen und Herren, Abstimmung über ein Gesetz hier in diesem Hessischen Landtag, in Kenntnis dessen, was wir damit vorhaben, meine Damen und Herren. Und ich will Ihnen, Frau Kollegin Faeser, Ihre Legende nicht völlig zerstören. Die dürfen Sie von mir aus weiter irgendwo anders behaupten. Nur wenn ich dabei bin, werde ich Ihnen dabei immer vehement widersprechen, weil der Bund und die anderen Bundesländer zumindest hochinteressiert zu uns kommen und sich genau das angucken, was wir da machen. Ich will nicht sagen, dass sie zum Teil sogar begeistert sind. Kein anderes Land und nicht der Bund verfügt über diese Fähigkeiten, über ein solches Werkzeug hier bei uns. Es dient. Es ist kein Selbstzweck, meine Damen und Herren. Es dient am Ende der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Und insofern bin ich froh, dass wir ein solches Werkzeug für unsere Polizei zur Verfügung haben. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister Beuth. Damit können wir aufrufen. Damit ist diese Aktuelle Stunde Tagesordnungspunkt 67 gehalten.